Also das Thema für heute ist, in diese Wahrnehmung zu gehen oder in diesen Raum und zu schauen, wie es in der Zukunft hier sein wird auf diesem Planeten für die Menschen. So, ne? Ja, und ich glaube, dass wir gerade die Geburt eines neuen Zeitalters erleben. Wir hatten ja die industrielle Revolution, das Maschinenzeitalter. Wir haben jetzt noch gerade das Informationszeitalter. Und ich glaube, das geht gerade über in das Zeitalter des Bewusstseins. Und ich glaube, dass in relativ kurzer Zeit, also in wenigen Jahren, da große Bewusstseinssprünge entstehen, weil irgendwelche Bewusstseine, Geister durchbrechen zu einem höheren Bewusstsein und die anderen sehen das ein und können folgen, sodass ein, ich glaube, um mal einen Zeitraum zu sagen, dass in 5 Jahren schon ein ganz anderes Bewusstsein in der Welt herrscht, wieder ein Bewusstsein der Einheit, des Miteinanders und damit auch der Verantwortung füreinander, und dass wir die Welt, die dadurch entsteht, gar nicht wiedererkennen. Und ich glaube, dass die unmittelbar vor uns liegt. Ja, mein Gefühl ist auch, dass der Mensch sich jetzt bis jetzt, weil es gab immer Ausnahmen, natürlich immer Menschen oder Seelen, die einfach in ihrer Entwicklung natürlich weiter waren als Gänsefüßchen die Masse. Und auch hier ist es ja nicht so, dass die Masse, dass alle im Prinzip das durchlaufen, aber sehr, sehr viele. Sehr viele sind aus meiner Wahrnehmung heraus in ihrer Entwicklung an dem Punkt des materialistischen Denkens, ich bin der Körper, ich bin das, was ich sehen und anfassen kann, und damit zusammenhängend, ich bin der Handelnde, ich bin der, der es tut, der es machen muss, diese Anstrengung zu glauben, durch mein Tun, durch meine Arbeit etwas zu erreichen, das habe ich das Gefühl, das kippt. Weil die Gesetzmäßigkeiten immer mehr offenbart werden, dass das alles im Prinzip ja schon eine Wirkung ist und dass man sich selbst eben immer mehr als das Wesen oder das Bewusstsein oder die Seele erkennt und erfährt, die zwar in einem materiellen Körper ist, aber dass selbst ja der materielle Körper keine Materie ist, durch die jetzt ja auch durch Quantenphysik ja mehr und mehr auch wissenschaftlich bestätigt, dass wir Energie sind und dass wir natürlich dadurch auch andere Fähigkeiten nutzen können, dass durch unsere Aufmerksamkeit, durch unsere Ausrichtung zu wissen, das Gesetz der Resonanz, der Magnetismus, der hier ist, zieht natürlich die Umstände an, dass ein Wacher werden müssen und diese Fähigkeiten in Besitz nehmen müssen, jetzt mehr und mehr wird, dass das wie so um sich greift, dass das Erwachen zu sich selbst letztendlich und damit aber zu ganz anderen Fähigkeiten, unsere Eigenschaften als Bewusstsein, energetisch die Dinge zu verändern und dadurch auch natürlich in der Realität anders Einfluss zu nehmen. Da habe ich das Gefühl, da kippt es jetzt gerade. Wenn man sich das anschaut, was das natürlich in Zukunft bedeutet, dass der Mensch auch jetzt an einem Punkt ist, wo so viele dieses Burnout haben, wo so viele Erschöpfung haben, wo so viele durch Krankheiten, durch ihre Umstände an einem Punkt sind, wo sie einfach nicht mehr können, muss es ja die andere Lösung geben. Das heißt, durchs Tun und durchs Machen manövrieren sich die Menschen ins Aus. Das ist eine Sackgasse. Ich glaube, dass wir das Wirken dieser Kraft
bewusst erleben können, jeder Einzelne, wenn er mal in seine Vergangenheit schaut und die Wendepunkte oder die entscheidenden Punkte, die zu einem neuen Zyklus geführt haben, sich anschaut, dann sieht er, dass dort ein Regisseur wirksam war, dass da Weichen gestellt wurden, die oft erst Jahre später wirksam wurden. Und da erkennt er, dass er gar nicht der Handelnde war, der das, seinen Beruf gewählt hat, den Partner gewählt hat oder was auch immer, sondern dass da eine wohlwollende, liebevolle Kraft praktisch die Dinge gefügt hat. Und das wiederum könnte dazu führen, dass man für die Zukunft in dieses Vertrauen geht, dass diese Kraft eben auch die Zukunft fügt und dass man einverstanden ist und nicht mehr stört durch seine Wünsche und Absichten, sondern dass man eben diese Kraft spürt und ihr folgt und Teil dieser Kraft wird. Und das, glaube ich, eben führt dazu zu einer ganz neuen Haltung, dass wir nicht mehr wie bisher jetzt immer in den letzten tausenden Jahren, Jesus zum Beispiel, dass wir einen Meister dann bewundern, aber eigentlich ändert sich dadurch nicht viel in unserem Leben. Wir sagen, wow, das ist ja großartig, der ist aber weit aus. Und ich glaube eben, dass wir erkennen jetzt, nein, die sind dazu da, uns zu erinnern, dass das unser Potenzial ist und dass wir dadurch Zugang zur inneren Schatzkammer bekommen und diese innere Wirklichkeit in Besitz nehmen und zur äußeren Realität werden lassen. Ja, ja, das nehme ich ähnlich oder gleich wahr, dass dieses die Zeit, wo es eben die einzelne Meister, einzelne Erleuchtete, aber auch so dieses Einzelnen, ich muss einzeln meinen Weg gehen, dass sich das jetzt verändert, dass tatsächlich die Meisterschaft in jedem selbst sich verwirklichen möchte und es um die eigene Erfahrung, um die eigene Meisterschaft gibt und die ein größeres Miteinander sich eben eingebettet zu erleben in ein größeres Feld, wo in der Persönlichkeit die Einzigartigkeit gebraucht wird und gut ist und die Meisterschaft aber durch jeden sich zu vollziehen hat. Und du hattest gerade noch gesagt, jetzt habe ich es vergessen, das finde ich nämlich, so wesentlich, dass sich das auch verändert, dass diese eine Kraft bewusst wahrgenommen wird und der gefolgt wird, manche sagen ihre innere Stimme, ihrem inneren, ne, ihrem, oder du sagst ja oft im Stimmigsein, also diese Quelle, wo man merkt, die ist, das ist dieses Ursein und gleichzeitig aber nicht zu versäumen, den eigenen Ausdruck, also tatsächlich Ausdruck dessen zu sein. Weil früher war es entweder sie haben gemacht oder der Mensch hat gemacht und hat versucht es zu machen und hat es dann nicht geschafft oder hat es geschafft und war stolz, ganze Ego-Geschichte. Oder aber er ist ausgestiegen und war dann in diesem alles ist ja nur Maya und haben dann nur noch dahin meditiert, vegetiert, ausgestiegen und waren nicht mehr Teil des Ganzen. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt in der Zukunft kommt es einfach zusammen. Ja. Ich glaube, dass diese Auszeit als Eremit durchaus eine Möglichkeit war, Kräfte zu sammeln und zu Bewusstsein zu kommen, ohne die Störungen des Alltags, ohne die Verpflichtungen der Realität, um da erst einmal zu sich selbst, dass die Seele zu sich selbst finden konnte. Aber wie du sagst, jetzt ist es an der Zeit, die Früchte zu ernten und zu erkennen, nicht nur, dass der Grad meines Erwachens ja mein Leben bestimmt, sondern dass ich den Grad meines Erwachens bestimme, dass ich also jederzeit ja, mich öffnen kann diesem Sein und dass ich ein ungetrennter Teil davon bin, also dass ich nicht mehr ausgeliefert bin und warte, dass endlich
das wirkliche Leben geschieht, sondern dass ich ganz bewusst eintrete in diese innere Schatzkammer und die aktiviere und in Besitz nehme. Oder warten, dass der Erlöser endlich kommt oder so. Ja. Und ich sehe gerade so, oder es zeigt sich gerade ein Bild, das sehe ich auch, dass das eine wichtige Phase war in der Entwicklung, dass man in diesen Rückzug geht als Eremit oder ins Kloster oder eben ins Himalaya oder in irgendein, ne, Ashram oder Tempel, was auch immer. Aber jetzt sehe ich, wie diese alten Gemäuer tatsächlich oder auch Kirchen, wo man Gott gefunden hat, dass es nicht mehr darum geht, im Außen diese Orte zu haben, sondern dass tatsächlich der Körper oder auch das, die Persönlichkeit der Tempel tatsächlich ist und das Kloster und gleichzeitig aber die ganzen Mönche und Nonnen und was auch immer, die hinausgehen auf den Marktplatz. Also wirklich das zusammenbringend, dass es nicht mehr im Außen darum geht, in irgendeinem sicheren, wo die ganze böse Außenwelt oder was nicht mehr stört, sondern, und man auch nicht mehr sich zurückziehen muss, um Gott zu finden, sondern Gott will ja erwachen als ich und leben und sich natürlich auf die Welt, in die Welt hinein erleuchten. Und da habe ich das Gefühl, das ist auch wie so eine Umkehrung. Da sind wir wieder bei diesem 2.0. Das ist eine völlig andere Ebene, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt die Zeit, wo auch so viele, und ich sehe es, wenn man hinguckt, so die ganz im Stillen gearbeiteten Lichter, Menschen, also Bewusstsein oder Seelen, die so im Verborgenen gearbeitet haben, dass die tatsächlich jetzt auf einmal sichtbar werden. Aber ganz viele, es ist so, als würden ganz viele erleuchtet, ne? Oder das, ja, realisiert sein, um das Ganze in die Welt zu bringen. Und die Suche nach Gott war ja oder ist auch immer noch eine anerkannte Tugend, ein Weg. Und ich glaube, dass jetzt die Zeit ist, sich bewusst zu machen, egal wo ich Gott suche, da kann er nicht sein. Jesus hat ja im Prinzip mit klaren Worten schon die Lösung gesagt. Er hat gesagt, Gott ist dir näher als dein Hemd, näher als dein Atem. Also was soll das sein? Das ist das, was ich bin. Also erkenne ich mich irgendwann von einem Moment zum anderen als ungetrennten Teil dieses Allerhöchsten und dann hat die Suche ein Ende. Ich habe gefunden und dann geht es darum, dieses Gefundenhaben, das heißt meine eigene natürliche Vollkommenheit zum Ausdruck zu bringen als mein Leben. Ja. Und da sind wir eben gerade in der Zeit, wo dieser Umbruch geschieht, dass ich nicht mehr einen Erleuchteten bewundere, sondern dankbar erkenne, dass er mich nur erinnert, das ganze Potenzial ist in mir und ich kann ihn von einem Moment zum anderen überschreiten, indem ich mehr erwache, als er es ist, vielleicht in einem langen Leben. Also es liegt in meiner Hand, eigentlich das nur zuzulassen, dass das geschieht. Und gleichzeitig erinnert sich ja Gott an sich selbst, sich gegenseitig. Also ich erlebe das ja schon, jetzt auch bei uns, dadurch, dass wenn zwei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich mitten unter euch. Also ich merke das schon, dass das sich gegenseitig spiegeln im Göttlichsein oder im Erwachtsein, im Realisiertsein, schon noch sehr begünstigt, um Dinge noch zu erleuchten, beleuchten, die vielleicht noch nicht gesehen worden sind vorher. Und da glaube ich eben, dass es wirklich zu zweit oder mit mehreren, aber ich glaube erstmal zu zweit ist es hilfreich, dass, wie wenn man gemeinsam ein Puzzle spielt und jeder erkennt ein anderes Puzzleteil, das passt und das Bild
wird dann immer vollkommener zusammen. Und das, was der andere sieht, regt einen selber wieder an, da das richtige Puzzleteil zu erkennen. Und im Miteinander wird also die Wirklichkeit immer sichtbarer. Ja, fällt mir die Geschichte mit den 7 Blinden bei dem Elefanten ein. Ja, das ist so eine gute Geschichte, die muss man immer wieder ins Bewusstsein der Menschen geben. Dass jeder an einer anderen Stelle war und der eine sagte eben, ein Elefant ist wie ein dickes Seil. Das war der, der am Schwanz war. Der andere ist wie eine Säule, der an dem Fuß war. Der andere, der am Rüssel war, ne? Das ist wie ein Schlauch. Und der andere wie ein Segel, ne, der am Ohr war. Und der am Bauch wie eine Kugel. Genau. Und jeder hatte recht. Und das ist eben für mich eine wichtige Aussage dabei, dass obwohl jeder eigentlich etwas ganz Entgegengesetztes sagte, haben sie nicht nur jede, alle haben recht. Also die Wahrheit besteht eben aus letztlich aus allem. Also sind also auch das Gegenteil ist genauso wahr wie die Aussage und so weiter, dass man also erkennt, das ganze Bild, den ganzen Elefanten, indem man die gegensätzlichen Aussagen erst einmal alle bejaht und anerkennt, dass das alles richtig ist. Und dann ergibt sich das Bild der Wirklichkeit. Ja, und in manchen Traditionen ist ja der Elefant tatsächlich als das Selbst. Das heißt, erst wenn du tatsächlich, und viele haben ja die Schwierigkeit, die sagen, der sagt das und die sagt das und das ist das und was ist denn jetzt richtig? Aber wenn man genau wie du sagst, diesen weiß, dass die Wirklichkeit aus unendlich vielen Aspekten besteht, so wie der Elefant, je nachdem, von wo man kommt, und wirklich weiß, okay, wenn ich alles erlaube und alles in meinem Gewahrsein, meinem Bewusstsein erlaube, dass es da ist, ergibt sich die Gesamtheit. Ja. Eben, und das hat bisher Inkarnationen gedauert. Man hat in jeder Inkarnation früher den Beruf des Vaters ergriffen, das Geschäft übernommen, weitergeführt, besser gemacht, kleine Schritte. Und ich glaube, dass die Zeit der kleinen Schritte vorbei ist, dass jetzt Sprünge kommen und dass wir in kurzer Zeit in einer Inkarnation zum Durchbruch kommen, in wenigen Jahren. Und die Zeit ist eben reif und ich glaube, die liegt unmittelbar vor uns, dass ein Großteil der Menschen zu Bewusstsein kommt. Ja. Ja, und wir sind ja auch mehr und mehr, merke ich auch immer mehr, sind da darüber hinaus Recht haben zu müssen und zu wollen. So wie ich es sehe, ist es richtig und damit ist das andere falsch. Gut.